wurde das Geld für private Rechnungen und Aufwendungen. Außerdem soll er sich selbst Kilometergeld ausbezahlt haben. Alles unter dem Deckmantel Aufwendungen für die Firma und den Verein. Der Obmann weist alle Vorwürfe zurück. Bereits 2011 wurde vom Land Kärnten die finanzielle Förderung eingestellt. Begründung: Verdacht auf Förderungsmissbrauch. Bei einer Verurteilung drohen dem 58-Jährigen 10 Jahre Haft. Okay. Das waren die Nachrichten mit Tanja. Gibt es überhaupt eine Beschwerde?